Die Polizeistation Emlichheim in Niedersachsen an der niederländischen Grenze. Schichtbeginn für die Schwerlastspezialisten Jana Hinrichs und Arno Heck. Immer wieder passieren schwere Unfälle durch überladene Lastwagen. Heutiger Kontrollschwerpunkt: landwirtschaftliche Fahrzeuge. Wir fahren jetzt Richtung Industriegebiet und schauen da mal, ob wir da noch Fahrzeuge kontrollieren können. Da ist die Emsland Group, damalige Kartoffelstärkefabrik. Und zurzeit ist Kampagnezeit. Die Landwirte liefern ihre Kartoffeln an, diese Stärkekartoffeln. Und dann wollen wir da mal eine Kontrolle durchführen. Da haben wir gar kein Fahrer drauf. Was macht er denn? Ja, ist ja witzig. Ja, wir wundern uns gerade ein bisschen. Hier steht ein laufender Trecker, aber weit und breit kein Fahrer zu sehen. Der Fahrer wird hinten beim Vollender sein. Ey. Wir können das schon mal ausmessen. Schauen wir mal, ob wir noch mal einen Fahrer kriegen oder nicht. Aber er scheint da hinten anzukommen. Wir messen jetzt schon mal aus. Wir zählen die Leergewichte zusammen vom Trecker und den Anhängern. Und dann messen wir das mittels Zollstock aus. Ja, 5 Meter, das sind kleine Anhänger. 5 Meter. Und dann gehen wir davon aus, dass ein Kubik etwa 700 Kilogramm Kartoffeln sind. Ja, und so errechnen wir dann das Gewicht der Ladung. Über 220. Und 1,40, also das ist ja kein Anhänger. Das wird sich, glaube ich, nicht lohnen. Die Anhänger scheinen etwas klein zu sein. Das sieht zwar ziemlich voll aus, aber das Gewicht wird wahrscheinlich nicht über 40 Tonnen sein. Wir warten jetzt mal ab. Da kommt jemand übers Land gestapft, ob das unser Fahrzeugführer ist und was dann die Leergewichte aussagen, inwiefern das dann passt. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wir wunderten uns etwas, dass hier einfach ein verlassener Trecker in der Gegend rumsteht. Ja, ich war da am Roden und mein Trecker ist stehen geblieben. Ach so. Deswegen habe ich ihn angehalten. Ach so. Dass er mir hilft. Ja. Ira hat den Geist aufgegeben, genau, oder was? Ja. Also derjenige, der mit dem Fahrzeug hier unterwegs ist, ist jetzt da hinten, oder genau, was? Genau. Der andere Trecker hat den Geist aufgegeben und er hat ihn rangewunken, seinen Sohn, damit er ihm hilft. Aber er stellt ihn jetzt ein bisschen zur Seite. Ja, da muss er auch, ja, weil der Verkehr kommt hier kaum vorbei. Ja. Gut, okay. Dann fahren wir auch, ne? Ja. Ja. Aber er hat jetzt zugesichert, dass er den zur Seite fährt, sodass der Verkehr da wieder normal vorbeifahren kann. Den Fahrer erwartet keine Strafe. Jana Hinrichs und Arno Heck setzen ihre Kontrolle fort. Ich will mal bei denen noch mal angucken. Wir fahren hier mit 40 km/h. Er hat ein grünes Kennzeichen. Der Anhänger ist nicht zugelassen. Normalerweise müsste er zugelassen sein bei der Geschwindigkeit. Und das Kennzeichen ist auch irgendwie mit irgendwie überklebt oder über irgendwie auf jeden Fall mit Kabelbinder festgemacht. Das schauen wir uns mal an. Ja, Stroh vorbeigebracht. Ja, ja. Stroh gefahren. Fährt 50, 40, 50, ja. Gucken wir uns mal an. Ja. Jana Hinrichs aktiviert das Anhaltesignal. Guten Tag. Guten Tag. Eine Verkehrskontrolle, den Führerschein und die Fahrzeugscheine. Fahrzeugscheine weiß ich nicht, wo mein Chef die hat. Führerschein ist kein Problem. Schon mal gut. Führerschein war es auch.
Also Fahrzeugpapier haben Sie auch nicht von dem Traktorhund dabei? Ist er links hier drin? Ja, schauen Sie mal. Ja. Ja. Ist was da? Kopien. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Eigentlich immer das Original. So. Von ja, das ist das Kennzeichen. Das ist hinten, ne? Von dem Auflieger haben Sie nichts? Von dem Auflieger habe ich nichts. Wieso ist auf dem Auflieger dasselbe Kennzeichen drauf wie von der Zugmaschine? Ist das nicht so eine Art Folgekennzeichen? Ich bin mir nicht sicher. Dann dürfte man damit nur 25 fahren mit dieser Einheit. Oh. Und Sie sind locker 40 gefahren. Ja. Ja. Wieso ist das mit der Kabelbinder festgemacht worden? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, Sie sind doch der Fahrzeugführer. Ja, aber Sie müssen, Sie haben Verantwortung für das Fahrzeug. Haben Sie jetzt Stroh zur Verbrennungsanlage gebracht? Richtig. Gut. Ja, das ist also ein Wiederholungskennzeichen, was mit Kabelbindern drauf gemacht worden ist. Wenn Sie die Kabelbinder mal abmachen, bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Machen Sie die mal ab. Also nichts dran. Da ist auch kein Aufkleber dran. Das heißt, wenn Sie tatsächlich 25 gefahren wären, hätte der Aufkleber noch dran gemusst. 25 km/h. Dann ist dieser Auflieger mitversichert über das Zugfahrzeug. In diesem Fall sind Sie 40, 45 gefahren. Der bräuchte ein eigenes Kennzeichen, müsste eine eigene Zulassung haben. Eine eigene Pflichtversicherung. Sie sind im Straftatbestand. Dazu möchte ich jetzt belehren, dass Sie beschuldigt am Strafverfahren sind. Sie brauchen uns gegenüber keine Angaben mehr machen. Können Rechtsanwalt nehmen und Sie haben Beweiserhebungsrecht. Haben Sie die Belehrung verstanden? Ja. Okay.